Die Ausstellung zeigt 17 ikonische Werke, angefangen von den 5 großen Vertretern der Minimal Art aus den USA. Und da haben wir auch wirklich Werke von den Anfängen, also von 1965, was mich natürlich sehr freut. Also eines der ersten großen Werke von Sol LeWitt, die Stacks von Donald Judd, die ja wirklich zu Ikonen geworden sind. Eine Filzarbeit von Robert Morris, auch eine sehr frühe, mit Carl André, seinen Bodenplatten, den Weg quasi. Und dann natürlich auch unser Titelmotiv, Dan Flavin. In den 60er Jahren haben sich eigentlich ja 5 Künstlerinnen und Künstler mit dem gleichen Thema beschäftigt. Und das Thema war die Abkehr vom Illusionismus, die Abkehr von der Leinwand und auch die Abkehr vom Künstlergenie. Von zu dieser Zeit Jackson Pollock war der führende Künstler in den USA, also dieser abstrakte Expressionismus, wirklich der Künstler, der sich ausgießt und so weiter. Und sie haben gesagt, nee, wir müssen irgendwie dieses alles brechen. Wir brauchen nicht mehr ein Künstlernarrativ. Es ist nicht mehr das Wichtige, dass wir das selber machen, sondern dass wir die Idee haben. Es ist eben dadurch, dass es oft maschinell hergestellt ist, habe ich eine ganz cleane Oberfläche und habe gar nicht das Gefühl, einen Illusionismus darzustellen. Und das war dieser eine Schritt, den sie gegangen sind. Und diese 5 Minimal Artists möchte ich oder stelle ich in dieser Ausstellung auch den deutschen und auch den europäischen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber. Denn die Minimal Art hat auch relativ schnell in Deutschland ja ihre Vertreter gefunden. Eine ganz besondere ist für mich Charlotte Posanenske, die schon ganz früh in den 60er Jahren angefangen hat, eben auch industriell zu fertigen und die ja wirklich eigentlich die Künstlerin ist, die die Minimal Art ja auf die Spitze getrieben hat. Sie ist leider relativ in Vergessenheit geraten, was Sinn macht, denn sie hat sich gegen den Kunstmarkt gestellt. Sie hat gesagt, ihr müsst meine Kunst, ihr könnt die sammeln, aber ihr braucht nie glauben, die steigt im Wert, denn wenn jemand anders mein Kunstwerk will, wird es einfach nochmal produziert und zum Selbstkostenpreis abgegeben. Und das finde ich einfach genial von ihr. Aber dadurch, natürlich, ist sie aus dem Markt raus und in Vergessenheit geraten, aber wirklich eine grandiose Frau, von der wir 2 tolle, tolle Werke haben. Und sie ist dann ganz früh schon verstorben in den 80er Jahren. Aber eben mit ihr gehen wir quasi den Weg weiter nach Deutschland. Wir haben dann eine kleine, große Ecke mit Imi Knöbel, der deutsche Vertreter der Minimal Art. Wir haben wirklich eine raumfüllende Installation von ihm. Den Ort, der auch ja, auf ganz viel referiert wieder. Also es geht um die Grundfarben. Es ist diese Auseinandersetzung auch mit Barnett Newman, also dem abstrakten Expressionisten, von dem sich ja viele abgegrenzt haben, aber den sie auch immer wieder aufgreifen. Das ist bei Dan Flavin, unserem Titelmotiv, der Fall. Das referiert ja auch. Es heißt To Barnett Newman. Und auch der Ort von Imi Knöbel greift eben diese Grundfarben auf. Und ja, also da ist so natürlich auch viel da, aber man kann es auch einfach bewundern. Die Farben sind extrem. Also manchmal, wenn man drauf guckt, ich habe immer das Gefühl, man sieht Sternchen irgendwann. Und eben auch dieses, womit Imi Knöbel ja spielt, die Leinwand, die keine Leinwand mehr ist. Er malt auf Holz und auch diese Holzplatten sind ja Teil des Objekts und die stehen von der Wand ab und dadurch hat man wirklich das Gefühl, sie kommen in den Raum rein und machen was mit mir und machen was mit meinem Place, auch mit meinem Raum. Und ja, das ist wirklich so eine tolle Gegenüberstellung. Und dann gehen wir eben zu Gerold Miller, der mit Hochglanz arbeitet. Also wirklich eine große Plastik haben wir von ihm und die ist auf Hochglanz, also wie ein Autolack kann man sich's vorstellen. Und es ist eigentlich ein Keilrahmen quasi. Also da geht es auch um diese Leerstellen, womit ja die Minimal Artists oft gespielt haben. Also was ist eigentlich dahinter und was ist eigentlich dazwischen? Und dass diese Zwischenräume auch immer Teil des Werkes sind. Zum Beispiel bei den Stacks von Donald Judd ist ja, der Zwischenraum hat die gleiche Breite wie das Kunstwerk selber. Und nur durch die Schattenwurf entsteht ein Ganzes. Und das ist eben auch bei Gerold Miller so. Wir haben eigentlich wie einen großen, roten, hochglänzenden Keilrahmen, wo es auch darum geht, was ist denn Kunstwerk und was ist dazwischen und was ist der Raum dahinter und der Raum darunter und der Raum darüber. Und das macht die Arbeit so spannend. Und die steht gegenüber einem Hamburger Künstler, Frank Geritz, der es sind 4 Blöcke, die aber sehr auf den Menschen an sich eingehen. Eigentlich eine Arbeit, die erstmal auch ganz sachlich, ganz kühl wirkt. Also das Metall, das
ein bisschen reflektiert. Aber dem Künstler ging es immer darum, die menschliche Dimension einzubauen. Deshalb passt dieses Werk eben auch so schön in diese Ausstellung, weil die Größe der einzelnen vier Blöcke sind eben 20 mal 20 mal 20. Also es referiert auf den menschlichen Kopf, das Gewicht, auf das Durchschnittsgewicht eines Menschen. Der Abstand, in dem die angebracht sind, ist quasi ein menschlicher Schritt. Also es ist ganz viel auch dahinter, aber es sind auch einfach wunderschöne Werke, die durch die Beleuchtung auch wirklich strahlen. Und ja, am Ende der Ausstellung steht ein junger zeitgenössischer Künstler, Jeppe Hein, der mit seiner Neon-Sculpture-Arbeit ja so quasi den Bogen schließt. Das ist auch die jüngste Arbeit in der Ausstellung. Und sie hat eigentlich die gleichen Ausmaße wie Solowitz Cube Cube. Also es ist ein Kubus, nur eben nicht. Bei Solowitz ist es aus Metall gemacht, bei Jeppe Hein eben aus Neonröhren. Damit wieder die Reminiszenz zu Dan Flavin. Und diese Arbeit ist sehr interaktiv, denn sie verändert immer wieder ihre Farbe, oder nicht die Farbe, sondern die Form. Und manche Neonröhren gehen an, andere gehen aus und so weiter. Und wenn wir uns dem nähern, geht ein Bewegungsmelder an und die Arbeit friert ein. Das heißt, wir müssen es ganz ruhig verhalten und dann geht sie weiter. Also so dieser Betrachter im Raum, ja, ins Endliche gespielt.